Bitte begrüßen Sie unter tosendem Beifall unseren ersten Panelisten. Immer noch Grieche, immer noch schön, Nektarios Vlakopoulos. Vielen Dank. Danke auch an Michelle. Lasst euch nicht blenden, das ist nur bei euch so friedlich. Also bei uns hinten im Backstage werden ganz andere Seiten aufgezogen. Kirsten Fuchs hat soeben versucht, mich mit einer Milchpumpe zu ersticken. Knapp überlebt und bin jetzt hier. Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, deswegen verlese ich nun meinen letzten Willen. Liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um Abschied von einem der größten, ja vielleicht sogar dem größten Entertainer unserer Zeit, ja vielleicht sogar dem größten Entertainer aller Zeiten zu nehmen, nämlich von mir. Dem einen oder anderen mag das jetzt eigenartig erscheinen, dass ich jetzt schon meinen letzten Willen verlese, obwohl ich hier leibhaftig ohne jede Verfallserscheinung vor euch stehe und meine Backen nur so vor rosaroter Backenpracht strahlen. Aber willst du, dass etwas richtig gemacht wird, dann mach es selbst, habe ich mir gedacht. Und hier geht es schließlich um mehr als nur um mich, es geht hier um mein Leben. Oder zumindest um die Resteverwaltung von all dem. Hier ist ja nicht irgendwie analoge Presswurst, hier ist 1A, hundertprozentig glücklicher Freilandkadaver. Alles Bio, alles Bodenhaltung, da bedarf es schon genauerer Instruktion, was damit gemacht werden soll, falls ich meine sterbliche Hülle mal verlassen sollte. Also nix wie Stifte raus und mitgeschrieben, das hier ist jetzt wichtig, verdammt nochmal. Punkt 1. Sollte ich aufgrund eines Schlaganfalls an lebenserhaltende Maschinen geschlossen und dazu verurteilt werden, das würdelose Dasein einer Topfpflanze zu fristen, bitte ich euch als Zeichen eurer persönlichen Wertschätzung darum, umgehend den Stecker dazulassen, wo ist, und alles zu tun, was ihr könnt, um mich am Leben zu erhalten. Balsamiert mich mit Pökelsalz ein, speist mich mit dem Blut orientalischer Jungfrauen oder friert meinen Kopf ein. Mir egal, aber zieht es in die Länge, solange ihr könnt. Ich will weiterleben und ich will euch alle im Idealfall überleben. Nur deswegen rauche ich Leitzigaretten und trinke Diät-Cola. Mein Körper ist ein Tempel und wenn der Tempel mal ein paar frische Organe braucht, dann zähle ich auf euch. Punkt 2. Sollte ich aus irgendeinem Grund tatsächlich über den Jordan gehen und sollte nach der Diagnose auch nach mehreren Gutachten kein Zweifel bestehen, dann bitte, bitte buddelt mich nicht einfach in ein Loch. Was für eine Verschwendung, und um Himmels Willen, verbrennt mich bloß nicht, da bleibt ja gar nichts von mir übrig. So ein menschlicher Körper ist doch was für die Ewigkeit. Sowas will geehrt und gewürdigt werden. Daher ist es mein Wunsch, meine Überreste im Falle meines Todes auf eBay zu versteigern. Also falls sich hier Interessenten aufhalten sollten, ich biete einen männlichen, leblosen Körper zweiter Hand zur Selbstabholung, circa 183 cm hoch. Der Artikel weist schon hier und da ein paar Gebrauchsspuren auf, vor allem im Intimbereich. Ich habe nämlich sehr viel masturbiert als Jugendlicher. Aber die Beine sind noch gut in Schuss und der Bizeps ist praktisch ungebraucht. Ich habe das Teil schon seit meiner Kindheit und war auch eigentlich immer zufrieden damit. Nur allzu schwere Dinge sollte man damit nicht schleppen, ab 20, 30 Kilo streikt er ein bisschen. Dafür läuft er aber recht sparsam auf Bier und Toastbrot. Alles in allem ist die Qualität bis auf den Defekt zufriedenstellend, genau das Richtige für Bastler. Punkt 3. Für den Fall, dass Gott, Allah, Jehova, Meister Kayo oder Steve Jobs mich in sein unendliches Takatuka-Reich aufnehmen und sich herausstellen sollte, dass ich eine unsterbliche Seele habe, würde ich euch alle darum bitten, eine nachdenkliche, im Idealfall traurige Miene aufzusetzen und so zu tun, als würdet ihr meiner in respektvoller Bedachtsamkeit gedenken. Ihr könnt natürlich denken, woran ihr wollt, an Pokémon oder Pornografie oder so, aber traurig solltet ihr schon dabei aussehen. Und wenn Tränen fließen sollten, umso besser. Tränen sind die 10-Punkte-Wertung der Trauerfeier. Wenn ich ein paar Tränen sehe, dann freue ich mich da oben im ewigen Vierlefanz. Punkt 4. Sollte ich die Ewigkeit als rastloses Gespenst in einem dämonischen Spukschloss verbringen? Voll nice. Punkt 5. Sollte ich allerdings als Zombie zurückkehren, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr davon absehen könntet, mir mit einer kurzläufigen Schrotflinte den Kopf wegzuschießen. Sowas ist hässlich und tut weh, auch wenn man ein parasitärer Untoter ist. Viel netter wäre es doch, wenn ihr mich resozialisieren würdet, kauft mir einfach ein paar neue Anziehsachen, kleidet mich hübsch ein und schreibt mich an der nächsten Jurafakultät ein. Da werde ich schon niemandem auffallen. Vielen Dank im Voraus.